Oh! Ja, die waren nicht für uns da. Hätte man jetzt auch meinen können, ne? Nee, nee. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sportcheck und wir befinden uns hier in Düsseldorf Flughafen. Zuletzt waren wir hier vor 4 Jahren tatsächlich. Da haben wir schon mal einen Spotcheck hier gemacht, weißt so du? So lange ist das schon her. Moin, sind Freunde der Sonne und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Schickt es gerne mal ab, hier oder da, irgendwo habe ich hier irgendwo verlinkt oder in der Videobeschreibung ist es verlinkt, das Video. Dann checken wir mal den Spot ab und skaten hier ein bisschen eine Runde. Okay, wir kennen den Spot zwar schon, aber trotzdem ein paar Skateaufnahmen gehören auf jeden Fall dazu. Und am Ende des Videos gibt es noch mal ein kleines Fazit. Viel Spaß mit dem Video. Das gibt's doch nicht! Oh! Oh mein Gott! Mann, der Olli war scheiße, glaube ich. Nein, Mann, der war brutal, Digga! Yes! Yeah! Yeah! Oh!
leicht, muss sagen. War eine entspannte Season hier an dem Spot, aber für mich war es das heute. So Freunde, ich hoffe euch hat die Session gefallen. Wir haben uns auf jeden Fall ordentlich gemault heute, besonders ich. Ja, ich auch ein bisschen. Ich auch ein bisschen. Kevin, ein bisschen. Und der Spot ist locker auf jeden Fall, macht Bock. Der Boden ist relativ gut. Was halt geil ist, was ich finde zum Üben, du hast halt mehrere, wie soll man das sagen? Schwierigkeitsgrößen. Genau, genau. Mehrere Schwierigkeitsgrößen. Ja. Und du kannst halt hier anfangen, Olli, dann immer weiter und dann kannst du einen riesen Gap dann da hinten noch probieren. Mega cool zum Üben. Was halt ein bisschen komisch ist, dass du halt direkt in die Bank springst. So gewöhnungsbedürftig, der Boden ist gut, macht Bock. Du könntest zum Beispiel hier dann auch Olli rüber und dann da hinten. Musst nur mega aufpassen auf die Autos hier. Immer jemand dabei sein, der hier abcheckt, weil die Autos fahren hier ziemlich oft vorbei. Und wenn du hier einmal reinspringst, dann bist du auch schon fast auf der Straße. Aber es ist machbar. Die Gaps hier sind auf jeden Fall krass. Du hast mehrere Möglichkeiten. Du hast hier Anfahrt, kannst hier rüber sausen, da rein. Okay, da bist du mitten auf der Straße, was vielleicht nicht so geil ist. Dann haben wir hier, was der Lordsy gemacht hat. Auch richtig heftig heute. Hätte ich nicht gedacht, dass Lordsy so abreißt, aber der wird gleich nochmal was dazu sagen. Ja, über den Gully zum Beispiel als Challenge. Du hast hier einen mega Anlauf. Die gleiche Stelle hast du dann auf der Seite auch nochmal. Wo du rüberspringen, gleiche Boden, was halt kacke, da wird der Lordsy gleich was zu sagen. Die Abfahrt ist hier richtig kacke. Der Spot ist cool, ist mega chillig, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, die Koordinaten sind wieder in der Videobeschreibung und jetzt, ja, willst du noch mal was sagen, Mario, kurz oder? Ja. Ja, ich bin ja nicht so Gap-affin, aber das ist halt das Geile dadurch, dass du ja hier die Bank nach unten hast, ne, dass du dann halt so Step by Step deine Schwierigkeit anpassen kannst, die Höhe halt. Ja, das ist mega geil. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Er hat mir mega Spaß gemacht hier, der Spot. Ne? Und freue mich eigentlich schon aufs nächste Mal, weil da hinten ist das Handrail, was ein bisschen reizt, muss ich sagen. Ne? Das finde ich extrem sexy. Ein geiler Spot für hier und da mal. Zwei, drei Stündchen fahren, macht der richtig Bock. So, der gute Herr, der hier richtig abgeräumt hat. Alter Schwede! Ja, soll ich sagen, Ü30, man muss das Beste draus machen. Loop war gut über den Gully. War okay, Anfahrt ist super. Man hat auf jeden Fall genug. Und den Boden da unten halt nicht. Wird man dann wahrscheinlich im Video sehen. Ich war selbst überrascht, zweimal komplett irgendwie hängen geblieben. Obwohl ich eigentlich relativ safe in der Luft war. Ja, vor allen Dingen, du hast dich ja teilweise gar keinen. Das Board hat sich nicht bewegt. Ist ja, einfach stecken geblieben. Das war so irgendwie, als hätte dir einer Bein gestellt. Ja, so sah das auch aus. Also hier im Flughafen ist natürlich auf jeden Fall auch Hotspot. Hier gibt es mehrere Spots. Die werden wir dann nach und nach mal alle abklappern. Ja, ansonsten, wir kennen den Spot ja schon. Ey, das ist ja kein Spot. Ich habe keine Ahnung, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Also ich würde sagen, wir kennen den Spot eigentlich schon seit Kindheitstagen. Ja, aber ich meine, ja, das erste Video. Wo wir das letzte Mal hier waren, ja, war ungefähr mal vor 4, 5 Jahren. Aber wir kennen ihn tatsächlich schon seit Kindheitstagen, beziehungsweise aus der Jugend. So mit 14, 15, 16 waren wir öfter mal hier. Es hat sich eigentlich gar nichts verändert, außer ein bisschen hier der Boden. Da haben die ein bisschen was geändert, warum auch immer, aber es stört jetzt nicht wirklich. Und was man dazu sagen muss, ist jetzt kein großer Nachteil, muss man sich dran gewöhnen. Man rutscht ziemlich krass hier ab, ja, weil es ist abgerockt, es ist schon seit Jahren. Ein bisschen benutzt, genau. Auf jeden Fall, aber wenn du einmal drin bist, bist du drin, grindet sehr gut. Wie gesagt. Ja, die waren nicht für uns da. Hätte man jetzt auch meinen können, ne? Nee. Ist auch geil für Anfänger. Ist geil für Anfänger. Also wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ist ein ganz angenehmes Ambiente hier. Ja, komm vorbei. Der Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ich bin auch voll durch. Ja, ihr könnt hier, wie gesagt, parken. Der Bus fährt hier hin, der 760er. Easy, oder ihr kommt einfach mit dem Flugzeug, landet hier und kommt direkt hier hin. Also zumindest kannst du hier parken am Wochenende, also sonntags und feiertags. Ja, das war's mit dem Video. Wer hat Bock auf einen High Five? Du rauchst.
Versteck dein, das machen wir, wir gucken Kinder mit. Wir sind ein kinderfreundlicher Kanal. High five. Boah, bevor wir es vergessen, wir haben den Kevin vergessen. Wir haben den Kevin vergessen. Moment, Leute, Moment. Wie findest du den Spot? Lohnt sich für uns.